Ich würde einfach jetzt beginnen und begrüße Sie recht herzlich zu unserer Veranstaltung hier. Die Berta Beratungsstelle für Regenbogenfamilien stellt sich vor. Mein Name ist Fabian Brusso, ich bin Mitarbeiter der KES Stuttgart und moderiere die Veranstaltung. Referent ist der Herr Bolter von der Berta Beratungsstelle. Und bevor er beginnt, hier noch ein paar Informationen für Sie für die nächsten, ja, 20, 30 Minuten etwa. Der Vortrag von Herrn Bolter dauert etwas so lange und wird von uns aufgezeichnet. Diese Aufzeichnung wird bearbeitet, sodass nur der Vortrag und der Referent im Netz zu sehen ist. Nach dem Vortrag haben Sie dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen und diese Fragen werden nicht aufgezeichnet. Eigene Mitschnitte sind nicht erlaubt. Wie Sie sehen, können Sie selber entscheiden, ob Sie die Kamera oder das Mikrofon anschalten. Das ist Ihnen überlassen während dem Vortrag. In der Gesprächsrunde nachher bei den Fragen können Sie das verschieden handhaben. Entweder Sie schreiben Ihre Frage in den Chat und wir geben das dann weiter. Oder wir können auch Ihr Mikrofon dann freischalten. Sie können selber stellen, wie Sie das möchten. Und ich weise Sie gerne noch darauf hin, dass die Veranstaltung im Rahmen der digitalen Selbsthilfewoche der KES Stuttgart stattfindet. Wir haben auf www.selbsthilfewoche-stuttgart.de einen virtuellen Rundgang mit über 80 Selbsthilfegruppen und Initiativen. Das ist tatsächlich ein virtuell begehbarer Feld, mit dem Sie auch mit einem eigenen Charakter, den Sie selber erstellen können, über die Messe laufen können. Es steckt viel Arbeit dahinter, aber es lohnt sich sehr, es macht auch Spaß. Und schauen Sie einfach noch vorbei, es geht noch bis morgen. Und jetzt wünsche ich uns endlich eine schöne Veranstaltung und übergebe das Wort an Herrn Bolter. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Herr Brüso, auch nochmal fürs Managen. Im Hintergrund war da jetzt bestimmt viel Stress. Ich hatte nicht so viel Stress. Ich konnte jetzt die Pflanzen gießen in der Beratungsstelle. War jetzt gar nicht schlecht. Ich sehe jetzt tatsächlich vier Kacheln, die mir angezeigt werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das alle sind oder ob noch mehr da sind. Daumen hoch oder runter. Sind vier Stück dann, ja. Und wenn noch mehr dazukommen, Sie lassen sie dann einfach mit dazu rein. Ich denke, dadurch, dass der Vortrag aufgezeichnet wird, könnten wir es ja im Anschluss dann auch noch machen. Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Jetzt schaue ich nochmal auf die Uhr. Jetzt haben wir Viertel nach eins. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir bis circa Viertel nach zwei Zeit haben. Der nächste Vortrag wäre ja dann um 15 Uhr. Sprich, Sie hätten dann immer noch eine Möglichkeit, eine Mittagspause zu machen, falls die nicht schon geschehen ist. Genau, im ersten Teil würde ich das ganz gerne als Input bringen. Das heißt, ich würde gerne Berta vorstellen und am einfachsten lässt sich das immer machen, indem er die Zielgruppe vorstellt, für wen sind wir überhaupt da. Möchte ganz am Anfang zwei Worte zu mir sagen. Mein Name ist Matthias Bolter, ich arbeite bei Berta. Wir sind insgesamt eine 100%-Stelle. Ich bin selber Vater von einer Tochter. Wir leben in einer Regenbogenfamilie. Meine Tochter ist jetzt, oder unsere Tochter ist jetzt 6 Jahre alt und würde dann jetzt ganz gerne mit der Bildschirmfreigabe beginnen. Genau, im Rahmen von der Selbsthilfewoche sind wir jetzt relativ am Ende mit dabei. Wer, wenn nicht wir? Vorstellung soll das Thema sein heute. Berta ist ja eine Abkürzung. Die setzt sich zusammen zwischen Beratung, Treffpunkt und Anlaufstelle. Und so hat sich dann dieser Name gefunden. Wir wollen Ansprechpartner sein für Regenbogenfamilien und für werdende Regenbogenfamilien. Wollen natürlich aber auch Ansprechpartner sein für Menschen, für Fachpersonal, die als MultiplikatorInnen dann gelten. Und wir wollen auch eine Anlaufstelle sein, um verschiedene Angebote zu machen. Ganz am Anfang würde ich ein Video vorspielen wollen als kurzen Einstieg. Dauert nur 2, 3 Minuten. Ich hoffe, dieses Mal klappt ohne Werbung, sonst überspringen wir die gleich und kann man vielleicht sogar rausschneiden. Papa? Ja? Papa, warum gibt's einen Regenbogen? Also ich denke, damit wir den riesigen Goldschatz am Ende des Regenbogens leichter finden. Ach, Papa, das gibt's doch nur im Märchen. Ach so. Na, du bist ja schlau. Hast du dann eine Idee, warum es den Regenbogen geben könnte? Na, wegen den Regen.
Das heißt doch Regenbogen. Du Schlaufuchs, du bist schon mal auf der richtigen Spur. Damit es zu einem Regenbogen kommt, muss es gleichzeitig regnen und die Sonne scheinen. Das kommt ganz selten vor. Und deswegen ist der Regenbogen auch etwas ganz Besonderes. Weil er so schön bunt ist. Mit meinen Lieblingsfarben. Aber woher kommen denn die ganzen Farben? Weißt du, das Sonnenlicht besteht eigentlich nicht nur aus einer Farbe, sondern aus ganz vielen Farben. Und nachdem es geregnet hat, fliegen ganz viele kleine Wassertropfen in der Luft. Und diese Wassertropfen machen durch ihre runde Form die Farben sichtbar, wenn die Sonne draufscheint und sich in den Regentropfen spiegelt. Das nennt man Lichtbrechung. Lichtbrechung. Ja, die Lichtbrechung sorgt dafür, dass wir die vielen tollen Farben sehen. Das ist ja toll. Und die Reihenfolge im Regenbogen ist auch immer gleich. Erst kommt Rot. Dann Orange. Dann Gelb. Dann Grün. Hellblau. Dunkelblau. Und Violett. Fertig ist der Bogen jetzt. Und wenn du mal einen kleinen Regenbogen sehen willst, dann machen wir im Sommer den Gartenschlauch an. Denn wenn aus dem Schlauch so ein feiner Wassernebel kommt, kann man den Regenbogen auch selber machen. Finden wir dann in unserem Garten den Goldschatz? Ich befürchte, den Schatz gibt's nicht in echt. Genau wie den Regenbogen. Warum? Es müsste doch Sonnenregenbogen heißen. Weitere Antworten auf spannende Fragen auf papawarum.de oder auch auf Facebook. Ja, so hat's geklappt. Warum habe ich das als Einstieg gewählt? Auch wir von Bertha wollen solche Lichtbrecher sein. Wir wollen auch die Vielfalt darstellen und wir wollen auch ein Spektrum aufzeigen und sind uns ziemlich sicher, dass es dann doch für den einen oder für die andere am Ende vom Regenbogen doch noch einen Goldschatz oder was zu entdecken gibt. Ich habe den Titel ein bisschen abgeändert. Im Programm steht ja drin, Bertha stellt sich vor. Ich habe es abgeändert in Bertha stellt sich und stellt die Zielgruppe vor, weil ich denke, dass man die Beratungsstelle am besten verstehen kann, indem man versteht, welche Personen zu denen kommen. Ganz am Anfang unserer Trägerin ist der LSVD, Lesben- und Schwulenverband Baden-Württemberg. Der LSVD Baden-Württemberg ist der zweitgrößte Landesverband in Deutschland. Historisch entwickelt eher aus der Frauenbewegung. Sehr viele Frauen sind dort engagiert und auch ein Schwerpunkt war immer vom LSVD Baden-Württemberg Regenbogenfamilien. Der LSVD selber vertritt die Rechte von Lesben, Schwulen, bisexuellen Menschen, von Trans- und Intermenschen. Internetseite habe ich nochmal eingeblendet, unten auch auf Instagram LSVD-Baden-Württemberg oder von Bertha, Bertha-Stuttgart. Uns findet man relativ zentral in Stuttgart, Nähe S-Bahn Stadtmitte, Lange Straße 18, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und den Internetauftritt. Uns gibt es noch gar nicht sonderlich lang, deshalb macht so eine Vorstellungsrunde viel Sinn. Uns gibt es jetzt seit Sommer oder Frühjahr 2020. Es gibt eine Vollzeitstelle, soziale Arbeit, das ist meine Kollegin, die Rebecca Rottler, 70% von Anfang an dabei, meine Stelle mit 30%. Ich bin jetzt seit Frühsommer dieses Jahr mit dabei. Dann haben wir noch eine 20% Kraft in der Verwaltung, die Anja Herre und zwei ehrenamtliche Projektleitungen, Katharina Binder und die Julia Hirschmüller. Finanziert werden wir von der Stadt Stuttgart, vom Jugendamt und die Stellen sind unbefristet, was uns natürlich eine riesengroße Hilfe ist, dass diese Personalstelle gegenfinanziert ist. Natürlich sind wir als kleiner Verein immer auch auf Spenden angewiesen, weil die Miete nicht komplett mitgedeckt wird und auch die Auslagen, aber ein großer Teil wird tatsächlich von der Stadt Stuttgart finanziert. Wir sind Mitglied im Netzwerk LSBTTIQ. Die Abkürzung nehmen Sie einfach mal so hin. Ich erkläre Ihnen mal, was es genau ist. Tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich nur für Stuttgarter und StuttgarterInnen zuständig sind.
In der Praxis beobachten wir aber, dass natürlich auch Anfragen kommen von Menschen, die nicht in Stuttgart angemeldet sind oder auch von Paaren, wo jetzt eine Partnerin oder ein Partner in Stuttgart wohnt, die oder der andere eben nicht. Und Menschen, die außerhalb von Stuttgart sind, die bei uns nicht mitfinanziert sind, können wir eben über dieses Netzwerk und übers Land Baden-Württemberg dann abrechnen. So viel zum finanziellen Teil, zum Hintergrund. Wir beraten sehr viel zum Thema Kinderwunsch. Das heißt, zu uns kommen Paare oder auch Einzelpersonen, die einen Kinderwunsch haben und die sich auf diesen Weg machen wollen, Eltern zu werden, Eltern zu sein. Wir beraten zu Erziehungsfragen, zu Paarfragen, zu rechtlichen Aspekten, zu Partnerinnenschaft, zu Erziehung, auch zum Thema Diskriminierung. Der allergrößte Punkt ist aber tatsächlich der Weg zum Kind. Wie kann man sich diesen Wunsch erfüllen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Im Treffpunkt haben wir verschiedene Angebote. Es ist unsere Kinderwunschgruppe, dann die Kinderaustauschgruppe. Es gibt die Rainbow Teens von Kindern und Jugendlichen, die in Regenbogenfamilien groß werden, weil überall ist es natürlich das Gleiche. Spätestens in der Pubertät möchte man die Themen nicht mehr mit den Eltern besprechen, sondern möchte dann mit Gleichgesinnten sich austauschen. Da wollen wir einen Raum und einen Rahmen anbieten. Wir haben jetzt zum ersten Mal unseren Geburtsvorbereitungskurs gemacht mit der Annika, einer queeren Hebamme, der sehr groß und sehr hohe Nachfrage gehabt hat. Da haben sich 5 Paare angemeldet bei diesem Geburtsvorbereitungskurs, was als sehr erfolgreich und gut beschrieben worden ist. Und unser Ziel wird jetzt sein, diesen Kurs 3 bis 4 Mal pro Jahr anmelden. Der nächste im Februar ist tatsächlich schon wieder voll. Das heißt, wir gehen davon aus, dass man das relativ häufig dann auch anbieten wird bei uns in den Räumen. Anlaufstelle für Multiplikatorinnen, habe ich schon gesagt. Die Stiefkinderadoption ist nach wie vor unser Hauptberatungsthema Nummer 1, sprich bei heterosexuellen Partnerschaften wäre es ja so, egal mit wem die Mutter, die gebärende Person zusammen ist oder verheiratet ist, wenn das Kind auf die Welt kommt, dann wäre der Partner, mit dem die zusammen ist, verheiratet ist, automatisch der rechtliche Vater. Bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ist es nicht der Fall. Dort müsste man den Prozess von der Stiefkindadoption durchlaufen, sprich die gebärende Mutter würde dann als abgebende Mutter genannt werden. Es gibt eine aufnehmende Mutter, wenn wir beim Klassiker bei einem Frauenpaar bleiben. Und dann, wenn es eben noch einen Samenspender gibt oder einen sozialen Vater, der müsste dann das Kind zur Adoption freigeben. Das ist ein relativ langer Prozess, dauert mindestens 1 Jahr. Auch ein Prozess, der viel Zeit in Anspruch nimmt, auch ein Prozess, wo man viel Geld in die Hand nehmen muss. Also das ist schon so ein Thema, wo viele Paare dann in der Unsicherheit drin sind und das gerade in einer Zeit, wo natürlich dann das Kind in der Partnerschaft da ist, da viel Veränderung, viel Wechsel ist. Also das ist unser Klassiker eigentlich von den Beratungen. Familiengründer habe ich schon gesagt, wir beraten per E-Mail. Nehmen hauptsächlich Menschen wahr, die nicht im Großraum Stuttgart wohnen oder jetzt gerade in der Corona-Zeit eben wird es gerne gewählt, wenn es Kontaktbeschränkungen gibt, per Video, per Telefon und natürlich auch vor Ort mit den Gruppenangeboten. Was möchte dieser Vortrag? Der Vortrag möchte die Beratungslandschaft zu queeren Angeboten vorstellen, möchte Sie natürlich auch zur Kooperation einladen. Wir möchten Fragen zur Lebenswelt von Regenbogenfamilien beantworten und auch ganz unabhängig davon zu Fragen anregen, die gar nicht pauschal beantwortet werden können. Im günstigsten Fall haben Sie nach diesem Vortrag deutlich mehr Fragen als vorm Vortrag. Günstigsterweise natürlich dann andere Fragen, wie mit denen Sie gekommen sind. Also wir wollen auch anregen und neue Gedanken nochmal weitergeben. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, LSBTTIQ, da ist sogar noch ein Sternchen dabei und LGBTIQ, das sind 2 Begriffe, die oft analog verwendet werden. Einmal ein englischer Begriff, einmal ein deutscher Begriff. Im Prinzip ist es eine Abkürzung. Die ersten Buchstaben stehen dann immer für sexuelle Orientierungen, L für lesbisch, S für schwul, B für bisexuell. Dann gibt es ein Doppel-T, das ist einmal das Thema transsexuell, transident. Sprich Frauen, die jetzt in einem Männerkörper geboren werden oder Männer, die in einem Frauenkörper geboren werden und dort eine Transition oder auch nicht vornehmen wollen. Dann gibt es Menschen, die sind intersexuell. Teilweise gibt es ja nach wie vor die Vorstellung, dass es
auf einer Seite Männer gibt, auf der anderen Seite Frauen gibt und zwischendrin gar nichts. Intersexuelle Menschen würden jetzt sich eher so beschreiben, dass sie sagen, ich habe nicht eindeutige Geschlechtsmerkmale, entweder beide oder nicht so ausgeprägt, wie es klassischerweise verstanden wird. Da gibt es auch viele Leute dabei, die dann sagen, ich lehne auch diese Kategorien ab oder kann mich da gar nicht zuordnen zwischen rein männlich und zwischen rein weiblich, sondern ich fühle mich als beides oder nichts oder bin irgendwo zwischendrin oder das ist noch so im Fluss, das ist so genderfluid. Und dieses Q hinten dran und das Sternchen meint dann diesen neuen Begriff queer, der oft auch analog verwendet wird. LSBTTIQ und queer wird häufig gleichwertig genutzt und könnte dann auch eben Leute mit einschließen, die sagen, ich möchte mich da jetzt gar nicht in eine Schublade reinstecken lassen, sondern ich bezeichne mich selber als queer. Was sind überhaupt Regenbogenfamilien? Da gibt es zwei Definitionen. Diese Definitionen sind einmal sehr weit gefasst und einmal relativ eng gefasst. Ein ganz weit gefasster Begriff könnte natürlich sein, dass man sagt, jede Familie, in der sich mindestens eine Person als queer definiert oder erlebt, ist eine Regenbogenfamilie. Im engeren Sinn meint man aber damit eher Familien, wo mindestens ein Elternteil sich als queer definiert. Klassiker wäre ein Frauenpaar, denkbar natürlich auch alleinerziehendes Paar, Einelternschaften. Tatsächlich ist es so, dass offiziell Zahlen sehr schlecht zu eruieren sind. Im Mikrozensus oder auch im Zensus werden die nicht gut erfasst. So gibt es nach offiziellen Zahlen in Deutschland lediglich 12.000 Haushalte, in denen gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern zusammenleben, was die Realität überhaupt gar nicht abzeichnet und auch nicht abzeichnen kann. Und es ist natürlich auch eins von unseren Zielen, dort darauf hinzuwirken, mehr Sichtbarkeit zu schaffen, dass das Thema präsenter wird, dass Regenbogenfamilien präsenter werden, dort einen besseren Rückhalt haben. Regenbogenfamilien sind keine homogene Gruppe. Es gibt vielfältigste Lebensweisen, wie es in der kompletten Bevölkerung das eben auch gibt. Jetzt haben wir eine Wortschöpfung gemacht, Regenbogenfamilien 2.0. Und da möchte ich nur kurz zwei Sätze dazu sagen, was damit gemeint ist. Regenbogenfamilien 1.0 verstehen wir die Familien, die eher so entstanden sind, dass beispielsweise eine Frau mit einem Mann in einer Partnerschaft war, die ist dann schwanger geworden. Es gab dann eine Trennung und die Kinder sind dann in eine neue Partnerschaft mit der Mutter gegangen. Die Mutter lebt jetzt mit einer Frau zusammen. Unter Regenbogenfamilien 2.0 verstehen wir jüngere, queere Menschen, die jetzt eben sagen, wir wollen in einer bestehenden Partnerschaft unsere Familiengründung realisieren durch verschiedene Wege, zum Beispiel eine künstliche Befruchtung oder die Bechermethode durch den Samenspender, die sich diesen Kinderwunsch durch eine Pflegschaft erfüllen, durch eine Adoption, durch eine Leihmutterschaft, Co-Parenting, Queer Family und so weiter. Also es geht immer darum, nicht aus einem Wechsel von einer Beziehung in eine neue Beziehung was rüberzunehmen, sondern zu sagen, wir haben eine bestehende Beziehung und da würden wir uns jetzt ein Kind dazu wünschen. Regenbogenfamilien 1.0 und 2.0. Warum ist das Thema überhaupt relevant? Qualifizierte Schätzungen gehen davon aus, dass circa 7% von allen Menschen queer sind. Und allein in Stuttgart wären das schon 40.000 Menschen, was eine große Zahl ist. Wenn man sich das mal vorstellt, wie viele Menschen da jetzt beispielsweise auf den Schlossplatz passen würden, 40.000 Menschen, das ist schon relativ viel. Und diese Menschen haben natürlich alle Familie, haben ein Umfeld, haben Bekannte, jeder kennt jemanden, der queer ist. In Schulklassen geht man davon aus, dass circa 2 SchülerInnen sich pro Klasse als queer definieren. Sicherlich wird es dann keine Überraschung sein, dass das Thema Sichtbarkeit und Präsenz von Regenbogenfamilien zunehmen wird, auch in den nächsten Jahren zunehmen wird. Wir sehen das in unseren Beratungszahlen, dass da auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein da ist, ein ganz anderes Auftreten ist. Und Regenbogenfamilien haben jetzt eher nicht mehr die Tendenz, sich zu verstecken, zum anderen, weil es nicht geht, zum anderen, weil die das nicht wollen, was ja auch nicht im Sinn von den Kindern wären in jedem Schritt und in jeder Phase.
Das ist das eine Bild. Das andere Bild ist jetzt eine Nachricht von heute. Wie wichtig ist Gleichbehandlung gegenüber Mitgliedern von der queeren Gemeinschaft? Und da sagen tatsächlich von den jüngeren Menschen in Deutschland beinahe 90%, dass es sehr wichtig ist. Auch dort erleben wir zum einen, dass natürlich junge queere Menschen ein anderes Standing haben, ein anderes Setting haben, auch ein anderer Rahmen rechtlich, finanziell, gesellschaftlich da ist. Und auf der anderen Seite eine sehr große Offenheit in der Gesellschaft. Auch da ist 88% in dieser Gallup-Umfrage. Der Gegenbegriff zu queer oder LSBTTIQ wäre das Thema Heteronormativität. Damit ist gemeint, dass es Menschen gibt, die davon ausgehen, dass es eine Einteilung gibt zwischen den Geschlechtern. Es gibt Männer, es gibt Frauen, dazwischen gibt es nichts. Es gibt Menschen, die gehen davon aus, dass die Norm das Thema Heterosexualität ist und alles, was von der Norm abweicht, werden eben nicht normal, um mit diesen Begrifflichkeiten zu bleiben. Und es gibt die Annahme, dass alle Menschen, die weiblich gelesen werden, sich auch als Frau oder als Mädchen fühlen und die Annahme, dass Menschen, die männlich gelesen werden, sich automatisch als Männer oder als Jungs fühlen. Das ist gemeint mit Heteronormativität. Das heißt, ich gehe davon aus, dass mein Gegenüber so fühlt, wie ich das denke. Und da kann es natürlich dann auf beiden Seiten zu Irritationen kommen. Zum einen bei der queeren Person, die das innere Erleben dann mit dem Äußeren abgleicht und sagt, so bin ich nicht, so fühle ich nicht. Das kann Konflikte machen, spätestens wenn das Thema Coming Out dann ansteht. Und auf der anderen Seite dann auch, wenn vorausgesetzt wird, mein Gegenüber ist heterosexuell und erlebt sich so, wie ich das erkenne, so wie ich das lese, dann können da auch verschiedene Signale nicht richtig gedeutet werden. Das Wort queer ist lange als Schimpfwort benutzt worden. Inzwischen ist die Tendenz aber eher die, dass die Community sich den Begriff wieder zurückgeholt hat und gesagt hat, wir wollen den so besitzen mit den Werten, die wir wollen und eher so als Selbstbeschreibung dann auch genutzt wird. Was Ähnliches ist ja auch in Deutschland passiert mit dem Begriff schwul, was ja teilweise nach wie vor in Schulen immer noch als Schimpfwort benutzt wird, teilweise aber auch als Selbstzuschreibung genutzt wird, dass dieser Begriff eben nicht mehr so als Schimpfwort weiter genutzt werden kann. Einen kurzen Teil würde ich gerne zum Thema sexuelle Vielfalt und geschlechtliche Identität nochmal sagen. Die Ausprägungen können immer variieren. Auch die Anziehung kann nochmal variieren. Ein ganz entscheidender Punkt ist aber immer der, dass ich das selber nicht entscheiden kann. Ich kann mir nicht auswählen, fühle ich mich als Mann oder als Frau. Ich kann mir nicht aussuchen, fühle ich mich zu Männern oder zu Frauen hingezogen. Ich kann mir auch nicht aussuchen, habe ich eine Vulva oder einen Penis. Wir gehen davon aus, dass es was Gegebenes ist. Und wenn man jetzt diese drei Felder hier anschaut, macht es vielleicht ein bisschen anschaulicher. Meine Identität, meine Gender-Identität kann jetzt einmal sein, fühle ich mich als Frau, fühle ich mich als Mann, ne, diese Extremitäten, oder bin ich irgendwo dazwischen mit diesen Schiebern? Dann wie ist mein Ausdruck, wie werde ich wahrgenommen? Lesen mich die Menschen in meinem Umfeld eher als weiblich oder als männlich oder was dazwischen oder können sie es nicht zuordnen? Und wie ist mein biologisches Geschlecht? Werde ich dort eher weiblich zugeordnet oder eher männlich zugeordnet oder bin ich irgendwo zwischendrin? Und da ist es jetzt natürlich in einer heteronormativen Gesellschaft relativ einfach, wenn ich aussehe wie ein Mann, mich fühle wie ein heterosexueller Mann, mich als Frau hingezogen werde, dann werde ich relativ wenig Aneckungspunkte haben mit diesem Thema in der Pubertät, im Coming-out, was ja dann wegfallen würde. Probleme können es aber dann natürlich machen, wenn ich eine Frau bin und in einem Männerkörper geboren wurde oder andersrum. Und dazu kann ich mich natürlich dann entweder von Frauen und oder Männern angezogen werden, nur vom einen unterschiedlich angezogen werden oder auch mich nur romantisch zu jemandem hingezogen werden, dass ich asexuell bin und da jetzt gar kein körperliches Verlangen habe. Also diese drei Ebenen, die könnten wir immer differenzieren und es kann auch bei jedem anders aussehen. Wenn jetzt die Frage aufkommt, woher Kinder kommen aus Regenbogenfamilien, im Mikrozensus wird tatsächlich ein großer Teil erfasst von Kindern, die in heterosexuellen Ehen geboren wurden und dann eben mit einem Elternteil in eine homosexuelle Partnerschaft mitgegangen sind.
Es wachsen tendenziell eher mehr Kinder bei Frauen auf. Es mag daran liegen, dass Frauen vielleicht diesen Kinderwunsch stärker haben oder dass auch so eine Sozialisierung in diese Richtung bei Frauen stärker ist. Das kann aber natürlich auch dem geschuldet sein, dass es für Frauen biologisch einfacher ist, weil die zwei Gebärmütter haben, ne, den Kinderwunsch so zu erfüllen. Gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern leben in ländlichen Regionen, Groß- und in Kleinstädten, vielfältigste Lebensweisen. Eine Gemeinsamkeit haben alle Regenbogenkinder, die sind in aller Regel absolute Wunschkinder. Es ist schwerer für ein gleichgeschlechtliches Paar ein Kind zu bekommen, für ein heterosexuelles Paar kann schwerer sein. Und darum muss die Motivation relativ groß sein. Die Kinder passieren nicht einfach so in Anführungsstrichen, sondern häufig ist es ein jahrelanger Prozess, wo man dann auf sich nehmen muss. Organisieren kann man sich als Regenbogenfamilie unter anderem in den Ilsegruppen, Initiative lesbischer und schwuler Eltern, die es schon über viele Jahre, über viele Jahrzehnte gibt, um so ein Austauschforum zu schaffen. Genau, die Situation kann sehr verschieden sein von Regenbogenfamilien. Elternschaft kann auch getrennt sein. Man kann das unterscheiden in soziale Elternschaft. Welche Funktion übernehme ich in rechtliche Elternschaft? Wer wird vom Recht als Eltern gesehen? Dann in biologische Elternschaft. Ehe als Lebensform für gleichgeschlechtliche Paare gibt es jetzt schon seit über 4 Jahren. In Deutschland können Kinder nur zwei Elternteile haben. Auch da gibt es andere Länder, die das anders organisiert haben. Im Kinderwunsch kann man durch beispielsweise Stiefkindadoption von dem leiblichen Kind machen, von der Partnerin, durch eine Pflegeadoption. Co-Elternschaft, indem sich jetzt beispielsweise ein schwules Paar und ein lesbisches Paar zusammentun und sagen, wir wollen das Kind gerne zu viert groß aufziehen oder großziehen. Es gibt die Möglichkeit von in Deutschland nicht anonymen Samenspenden für beispielsweise Frauenpaare oder für Leihmutterschaften. Leihmutterschaft ist in Deutschland nicht erlaubt, aber es gibt Länder, wo das Thema Leihmutterschaft erlaubt ist. Tendenziell dann eher für Männerpaare. Genau, dass es dann anerkannt wird, wenn es mit dem deutschen Recht vereinbart ist. Thema Stiefkindadoption habe ich vorher schon aufgegriffen. Gleich zur nächsten Folie weitergehen. Vorurteile begegnen natürlich häufig zu Regen oder für Regenbogenfamilien. Manchmal ausgesprochen, manchmal nicht ausgesprochen. Die Kurzversion ist die, Vorurteile werden nicht bestätigt. Das ist schon mal die Kurzfassung. Wenn wir die Vorurteile nochmal zusammenfassen, Bundesministerium für Justiz hat in einer relativ neuen Umfrage sehr eindeutig und sehr gut validiert festgestellt, dass Kindern keinerlei Nachteile für ihre Entwicklung entstehen, wenn in Regenbogenfamilien geboren werden und dort aufwachsen. Die sexuelle Orientierung ist unabhängig von den Eltern, weil eine Idee ja immer ist, na, wenn der Junge jetzt oder wenn das Mädchen jetzt bei einem Frauenpaar groß wird, dann wird die lesbisch werden. Wenn der Junge in einem Männerpaar groß wird, dann wird er schwul werden. Auch das kann man nicht beobachten. Verhaltens- und Entwicklungsstörungen werden nicht häufiger beobachtet. Die Mehrheit der Kinder erleben keine Diskriminierung. Auch das ist was, was wir in den Beratungen häufig erleben, dass es einfach glatt läuft und die Eltern dann sagen, ich warte die ganze Zeit drauf, bis ich diskriminiert werde. Aber das passiert nicht. Zum Glück. Natürlich gibt es diese Diskriminierung. Natürlich darf man das auch nicht kleinreden. Und natürlich muss man da auch gut drauf reagieren. Aber ganz häufig ist es eben so, dass die Angst vor dem, was passiert, viel größer ist, wie das, was dann tatsächlich in der Realität beobachtet wird. Wir haben ja vorher schon gehört, dass die Bevölkerung relativ positiv gesinnt ist für queere Menschen. Nicht in allen Schichten, nicht in allen Situationen, aber tendenziell gibt es da eher eine größere Akzeptanz wie noch vor 10 oder vor 20 oder vor 30 Jahren. Kinder haben gute Strategien entwickelt, um auf Diskriminierung zu reagieren, wenn es zu Diskriminierung kommt.
Und Kinder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften unterliegen keinem erhöhten Risiko, Opfer von sexuellem Missbrauch zu werden. Das heißt, die ganzen Vorurteile, die ganzen Argumente, die keine sind, die in den Raum gestellt werden, lassen sich wissenschaftlich so überhaupt nicht bestätigen. Vielmehr gilt, dass Kinder aus Regenbogenfamilien Wunschkinder sind, dass sie häufig mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Zum einen, weil die oft in einer Kindkonstellation groß werden oder vielleicht auch zwei Geschwister groß werden. Kinder in Regenbogenfamilien werden sehr selbstbewusst wahrgenommen, beschrieben, hinterfragen Rollenverhalten häufiger, haben tatsächlich sogar eine bessere allgemeine Gesundheit und einen höheren Familienzusammenhalt, werden aber natürlich nach wie vor noch als Minderheit wahrgenommen. Und das ist schon so eine Situation, dass Kinder dann eher so ein Fremdbild und ein Selbstbild haben, das nicht automatisch zusammenpasst. Warum muss ich mich denn überhaupt rechtfertigen, dass ich zwei Väter habe oder zwei Mütter habe? Jetzt schaue ich nochmal auf die Uhr und komme ein bisschen in Zeitnot. Darum würde ich jetzt ein paar Folien einfach zusammenfassen, dass wir noch ausreichend Fragen haben oder Zeit für Fragen haben. Eine Folie habe ich genannt, Räume gestalten, nicht nur im Kopf. Bei Regenbogenfamilien geht es natürlich auch ganz häufig um das Thema Sichtbarkeit. Es ist wichtig, dass Regenbogenfamilien mitgedacht werden, mitgemeint sind und auch mit angesprochen werden. Wir haben jetzt eine Rückmeldung gekriegt bei diesem Geburtsvorbereitungskurs, dass die halt klassischerweise so ausgeschrieben sind, die schwangere Frau darf selbstverständlich ihren Partner mitbringen und da wird eben die andere Frau nicht mitgedacht, nicht mit angesprochen. In der Nachfolge, ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gibt, diesen Vortrag auch zu teilen, sonst auch nochmal im Zusammenschnitt schauen. Es gibt sehr viele gute Internetseiten, Broschüren und weitere Literatur, wo ich Sie einladen möchte, da nochmal reinzuschauen. Die sind sehr gut didaktisch aufbereitet. Da gibt es tolles Material, wo man sich an die Hand nehmen kann für weitere Fragen. Und weil wir heute ja bei KISS sind, wo es um Selbsthilfegruppen geht, möchte ich hier nochmal übers Netzwerk LSBTTIQ Selbsthilfegruppen vorstellen. Nur, dass Sie es mal gehört haben, was es dort tatsächlich für welche gibt. Elterngruppe homosexuelle Kinder in Stuttgart, dann die Genderbenders, wenn es um das Thema Trans, Inter oder Non-Binary geht. Das ist dann immer am Alter festgemacht, bei Gruppen bis und ab 21, Lesben ab 35, Selbsthilfegruppe von Eltern und Angehörigen von Transkindern, Selbsthilfegruppe von Transfrauen, schwule Väter und Ehemänner Stuttgart. Dann gibt es einen offenen Treff für lesbisch, bisexuelle, pansexuelle Frauen über 21, die Silberluna, Sonntagstreff, Stubi-Gruppe, Stubi-Plus-Gruppe und hier auch fürs Thema Transidentität, Transsexualität, Transident-X, Transmann, dann den offenen queeren Jugendtreff bei der Weißenburg und auch die Treffpunkte für Menschen, die über 50 sind, einmal für Männer und einmal für Frauen. Allgemein und so auch Bertha. Ich denke, da lässt sich da nochmal das so zusammenführen. Es geht immer darum, Safe Spaces zu schaffen, Schutzräume zu schaffen, ohne Erklärungszwang, weil es eben tatsächlich eine relativ große Hürde ist, jetzt zum Beispiel in eine Beratungsstelle zu gehen, mit der Befürchtung, die schieben jetzt meine Probleme drauf, meine Probleme mit dem Kind darauf, dass jetzt eben bei einem Frauenpaar beispielsweise kein Mann im Haus ist. Oder bei einem Männerpaar keine Mutter präsent vor Ort ist. Es geht natürlich immer darum, Vernetzungsmöglichkeiten anzubieten, dort das Setting zu schaffen und auch Angebote für die Community zu machen. Es geht immer um das Thema Sichtbarkeit. Es geht immer um Wirkung auf Gesellschaft und Politik. Und letztendlich ist unser Ansatz ein sehr empowernder Ansatz, Unterstützungsansatz. Das soll alles in eine gute Richtung gehen, weil natürlich das oberste Ziel immer sein soll, das Kindeswohl, das im Vordergrund steht. Soweit jetzt mal zu meinem Input. Für den zweiten Teil haben wir uns jetzt überlegt, dass wir gerne Fragen und den Austausch nochmal anregen wollen und würde dann gerne darum bitten, wenn Sie das möchten, kurz was zu Ihnen zu sagen, vielleicht, ob Sie von einer Einrichtung sind, als Privatperson hier sind und die Frage, vielleicht schaffen wir es dann sogar, in eine Diskussion einzutreten. Ich bedanke mich erstmal soweit. Vielen Dank.